Wir sind heute mit unserer Sendung Hier und da und viel Musik mal außerhalb von Deutschland, nämlich auf Mallorca, das Ganze an der Ostküste in Porto Cristo. Und wer Lust hat, mit der Familie oder auch mal allein oder zu zweit, wie auch immer, unter die Erde zu gehen, der hat hier die Möglichkeit in der Drachenhöhle. Und was es mit der auf sich hat, wir haben uns das gerade mal angeschaut. Da seht ihr jetzt einige Ausschnitte. Viel Spaß dabei. Küves del Drach, eine unterirdische Welt. Die Höhlen liegen an der Ostküste von Mallorca in der Ortschaft von Porto Cristo. Sie sind eine der wichtigsten Touristenattraktionen und ohne Zweifel die bemerkenswertesten Höhlen der Insel. Da sie eine horizontale Länge von fast 1200 Metern haben und in einer Tiefe von maximal 25 Metern unter der Erdoberfläche verlaufen. Die Drachenhöhlen waren bereits im Mittelalter bekannt. Zwischen 1922 und 1935 wurden die Höhlen für Besucher vorbereitet. Kunstvoll beleuchtete Stalaktiten ragen hier von der Decke und auf unterirdischen Wegen gelangen die Besucher an das Ufer eines der weltweit größten unterirdischen Seen, dem Lago Martell. Die Drachenhöhle in Porto Cristo ist eines der beliebtesten Touristenattraktionen auf Mallorca. Neben den prächtigen Stalaktiten, Tropfsteine, welche von den Decken hängen, und den Stalagmiten, welche vom Boden einer Höhle emporwachsen, befinden sich weitere sechs kleine unterirdische Seen. Im Inneren der Höhle ist es übrigens sehr warm. Die Temperaturen im Inneren der Höhle beträgt ca. 21 Grad und die relative Luftfeuchtigkeit ca. 80%. Durch divers beleuchtete Stellen ist die Höhle ein eindrucksvolles, natürliches Schauspiel.